Heidi ho und herzlich willkommen zurück zu The Last Day of June. Ja, in der letzten Folge, in der ersten Folge wurden wir so ein bisschen in das Leben von Karl und Marion eingeführt und ihrer Familie und Familienfamilien. Und irgendwas scheint es mit diesem letzten Tag im Juni auf sich gehabt zu haben, beziehungsweise mit der Rückreise nach Hause. Genaues wissen wir aber noch nicht und ich bin gespannt, was wir gleich erfahren werden. Ei, schlecht. Schlecht. Gut, auf jeden Fall. Also das spielt, denke ich mal, jetzt weit hin. Oh Gott, die Bilder sind auch nicht da. Alle Bilder wurden ab. Er hat alle Bilder abgenommen. Er sitzt im Rollstuhl. Und der Sessel seiner Frau ist leer. Und er hat alle Bilder abgenommen. Es steht nur ein Teller da. Scheint Hunger zu haben. Also gehen wir mal zum Kühlschrank, ja. Da? Ah. Alle der Kühlschrank. Da noch, also nichts mehr. Das Konserven oder das Bierdosen? Nee, Konserven. Büchsenöffner ist, wissen wir ja. Im Atelier. Und er ärgert sich, wo er scheint sich zu ärgern, weil da geht er bestimmt nicht gerne hin. Weitestgehend eingemottet. Wir wühlen jetzt auch noch in den Erinnerungen rum. Das ist bitter. Das ist echt bitter. Ja. Stimmt, was ist mit dem Kleinen jetzt eigentlich? Oder sind wir das als Kind? Ist das der kleine Karl oder? Oh!
Was geht denn hier ab? Überall sind Bilder erschienen und... Wo ist denn der Brunnen? Träumen wir vielleicht nur? Ja, da kommen wir nicht durch, gut. Hier kommen wir durch. Also ganz im Ernst, Leute, mir läuft das gerade ganz kalt den Rücken runter. Echt bitterkalt. Ach, da ist eine Blume. Ah, alles klar. Und sie hat ihm die Muckis dazu gemalt. Gut.
Also eins ist klar, die Gegend hier ist natürlich voller Erinnerungen. An ein Leben, das so nicht mehr da ist. Das ist so nicht mehr zu geben scheint. Aber was hat es hier mit diesen Bildern auf sich? Gut, das finden wir natürlich auch nur heraus, indem wir mal hingehen oder beziehungsweise hinfahren. Aber wir kommen ja nicht mal mehr diese Stufen hier. Hier kommen wir ohne Stufen hin. Zum Jäger Hans würde ich jetzt allerdings noch nicht so gerne. Aber alles andere scheint für uns derzeit nicht möglich. Wieder Stufen? Oder ich versuch's nochmal. Können wir irgendwie springen oder? Nein, können wir nicht. Ja, wäre auch Quatsch. Ach, hier, das ist der Lütte. Was ist da passiert? Wo sind die alle? Das kann doch nicht echt sein, was hier gerade passiert, oder? Ich muss jetzt eben erstmal gucken gehen, was das im Atelier verändert hat. Das ist doch bestimmt ein zweischneidiges Schwert, oder? Aber stimmt, wir haben ja nicht mit ihm gespielt. Das ist nochmal der Tag. Ah, jetzt geht's auf Pause, weil mich Windows wieder fragt, ob ich ein scheiß Update machen will. Mal gucken, hoffentlich kann ich das rausschneiden jetzt. Richtig, wir haben nicht mit ihm gespielt. Das hier ist, es dreht sich wohl immer wieder um den letzten Tag im Juni. Um diesen einen Tag. Keiner will mit ihm spielen. Thank you.
Ja, da geht's jetzt auf zum See. Aber der Lütte scheint nicht unser Sohn zu sein. Das glaube ich mal. Er scheint nicht der Sohnemann von Karl zu sein. Was ist passiert? Was? Ja, der Ball geht flöten. Gut, das ist jetzt der letzte Tag im Juni. Aus der Sicht des Jungen. Vielleicht die Chance, die Geschehnisse zu ändern? Die Jugend von heute klettert von Bäumen. Und das war mein Seil. Was ist das? Okay, da können wir scheinbar noch gar nichts von machen, wahrscheinlich. Oder erst, wenn wir... Ah, alles klar. Das ist dann also nicht Marion, sondern Manuelas Part, die blonde Manuela. Wenn wir die freigeschaltet haben, ich glaube, so langsam kriege ich raus, wie das hier alles gemeint ist. Gut, das ist B. Schauen wir mal, was wir schon imstande sind zu ändern mit dem kleinen Hosenmatz. Aha. Das scheint ein Kumpel von uns zu sein. Das Erinnerungen. Okay. Ja, das war eine Erinnerung. Alles klar. Ist scheinbar nicht ultimativ notwendig. Aber was wir davon finden können, das sacken wir natürlich ein. Wie immer. Meine Spielweise kennt ihr ja. Opa hat eine Idee, alles klar. Alles klar, das ist die Erinnerung. Das ist die Erinnerung, die wir hier gesehen haben. Mit dem anderen Jungen. Na komm. Einmal probieren wir es noch. Mensch, Menno. Vielleicht aus einem anderen Winkel? Drei Versuche, kein Treffer. Mein Gott. Wir wissen natürlich auch nicht, was wir anders machen sollen, weil wir die reellen Vorkommnisse gar nicht kennen. Von den Kleinen. Da kommen wir auch nicht durch, aber hier kommen wir durch. Oh,
Also ich weiß ja nicht, ob ich mein Kind auf der Straße spielen lassen wollen würde, wenn ich wüsste, dass so ein verrückter Hans mit seinem Schießbrühe durch die Gegend rennt. Genau. Der will immer spielen. Ah, ich sehe schon, wo das hinführt. Ende des Tages. Okay. Nein. Wir erkunden erstmal noch ein bisschen. Und Opa hat doch vorhin gewunken, oder? Kommen wir da nicht hinter? Hier kommen wir auch nicht lang. Ach komm, Kind, erzähl mir doch nicht, dass du könntest nicht springen. Ah, keine Arme, keine Kekse. Na, hier sind wir eben schon lang gelaufen. Cool, dass es eine Renntaste gibt. Dabei spiele ich echt so selten mit dem Controller. Nee, da kommen wir auch nicht durch. Wir sind zu kurz. Okay, was ist da hinten los? Wollen wir da hinten mal nachfragen, was da hinten los ist, wa? Aber das machen wir in der nächsten Folge. Da werden wir dann auch den Tag beenden und gucken, dass wir vielleicht den Lauf der Dinge irgendwie verändern haben könnten. Oder mit wem wir als nächstes den letzten Tag im Juni bestreiten. Ich hoffe, wir sehen uns bis dahin wieder. Macht was Feines. Ich bedanke mich bei euch. Adios.